Ah, nee. Ich baue mich gerade zu deren Base. So, Leute. Tschüss. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer Runde Craft Game, zu einer Runde Rush auf den Craft Game CU Servern zusammen mit Palutin. Hallo. Hallihallo. Mensch, das läuft ja heute wie geschnitten Brot. Das läuft also ein bisschen kleine Runde Craft Games, ey, auf den Rush Servern. Jetzt reite nicht drauf rum. Ja, ah, komm, ein bisschen Galgenhumor haben wir doch mittlerweile verdient. Das war auch Absicht und die Leute müssen sich unterhalten. So. Ja, kleiner. Versprecher am Rande. Genau. Warte mal, das Bett steht da vorne noch. Denn wir sind mittlerweile schon bei der, ich weiß nicht wie vielten Aufnahme, weil das Problem hatte ich letztens auch schon bei PirateCraft oder wir. Wenn es für den Gegner gut läuft, dann bleiben sie natürlich drin. Aber sobald es für die mal ein bisschen schlechter läuft, liefen sie sofort. Also das finde ich irgendwie immer ein bisschen schade. Da kommt man irgendwie nie wirklich dazu, ein Game zu beenden. Also ein bisschen schade. Ja. Leider. Vor allem haben wir auch den Eindruck gehabt, dass manche Mitspieler dann auch versuchen, eine Aufnahme gezielt zu manipulieren. Und das ist eigentlich das, was mich viel mehr stört und auch so ein bisschen, ja, fast schon traurig macht irgendwie. Weil wir hatten hier teilweise Kandidaten, die dann ganz komisch unser Bett eingebaut haben und das sah so ein bisschen aus, als wäre das dann einfach, ja, manipuliert worden. Es wurde dann darauf bestanden, beharrt, dass man trotzdem daran spawnen konnte und so war es dann halt nicht. Der haben wir ja gesehen. Ja, und dann werden auch mal teilweise Betten einfach runtergeschmissen irgendwie und wenn man dann fragt, was da los ist, wird gelieft und also das ist ganz eigenartig und deshalb, Leute, ey, es geht immer noch primär um den Spielspaß und so welche Aufnahmen werden dann eh nicht genommen. Von daher bringt euer kleiner Troll in dem Moment dann auch nichts. Also. Ja. Außer um Kopfschmerzen hervorzurufen. Genau. Weil das ich bin ja jetzt schade. Hier schon ein bisschen. Genau. Wer mag schon Kopfschmerzen? Oh, warte mal, wo ist denn. Können die das da vorne hingebaut haben? Bist du direkt schon beim Bett? Also, das ist schon wieder ein. Ja, ich lieg da gerade bei den Gegnern im Bett. Ja, okay. Ich baue mich jetzt hier gerade so ein bisschen. Du durch die Betten, ja? Hüpfst du wieder durch die Betten? Ein kleines Luder, du. Gerne sein. Weil wir sind ja auch nur zu dritt. Also das wird auf jeden Fall spannend, ob wir uns hier erwehren können. Ja, das stimmt wohl. Wenn du gleich in der Base bist, magst du mir dann kurz Bescheid geben, weil ich das Bett nämlich dann kurz umbaue? Okay. Ach so, okay. Warte, ja, lass dir Zeit, Du hast ja drin gepennt, ne? Na, ich muss jetzt sowieso erstmal zurück, weil wenn ich jetzt hier gleich nicht mehr vorne bin und die dann einfach schon bei uns rankommen, dann haben wir keine Warnstufe. Okay. Also irgendwann sagen kann, okay, die kommen jetzt. Zumal wir sowieso nur zu dritt sind. So, du kannst das Bett jetzt umbauen. Mhm. Okay. Also, obwohl Luca Place, der ist schon gut equipped, das ist nice. Also der kann dann schon mal alles verteidigen. Obwohl ich glaube, Luca hat auch bestimmt schon wieder meine Sachen gesnackt. Nee, hat er nicht. Guter Mann, Digga. Guter Mann. Okay, Bett ist da. Der ist tipptopp. Okay. So, kurz mal ein Blickchen rauswerfen, ob da schon irgendwas. Da kommen welche. Ich habe kein Schwert, kein gar nichts. Ja, lass ich versuche ihn runterzukicken. Ich habe auch nichts. Warte mal. Ich werde die ganzen Sachen mal wegpacken. Die paar Steine, die sind jetzt nicht. Ah, okay, er baut sich da schon einfach nur hoch. Warte mal. Okay, Kollege. Da kommt ein zweiter von denen. Ja, ich muss gerade mal schnell hier den Bogen, den Ding jetzt finden. Ui, da war aber knapp, Kollege. Da war knapp. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Versuche mich einfach ganz sneaky da an der Seite. Er kommt. Da rede ich nicht. Oh, ja, kein Problem. Nietzsche! Oh! Okay, du hast aber nichts Großartiges verloren, ne? Ne, ich habe 24 Blöcke. Das ist irgendwie ein paar Bronzebahnen. Das ist echt sehr, sehr Wayne. Okay, pass auf, tu mal alles hier. Ach, da. Können wir noch eine zweite Truhe gerade wie besorgen? Ich glaube. Ja, rein theoretisch müsste das ja auch gehen. Wäre vielleicht ganz gut gerade. Oh, warte mal. Ja, wir müssen vor allen Dingen erstmal gucken, dass wir jetzt ihr Fortress, was sie da gerade errichten, dass wir das mal so ein bisschen dezimieren. Also vor allen Dingen müssten die da drin sterben und dann kann man das Ganze ganz schnell abreißen, weil das geht gar nicht. Und dann werden sie sich bei uns komplett hier breit machen. Hier noch die Bronze. Ich werde auch gleich mal hier alles zubauen. Obwohl, wir können ja aufs Dach. Das große Problem, so die Pickaxe. So, okay, du. Ach, jetzt haben wir erstmal schön alles weggeworfen. Okay, warte mal. Pass auf. Der sieht doch eigentlich nicht. Warte. Paluten, ich mach das.
Geh mal weg da. Ja, okay, dann. Ja, aber okay, er greift an. Scheiße! Pupuxmann! Alles cool, ich lebe noch. Okay, da liegen meine Sachen. Warte, ich hab sie aufgenommen. Alles okay, cool. Okay, super. Dann, okay, gib mal schnell wieder. Okay, also okay, das TNT war das, ne? Okay, sauber. Zack, sauber. Zack, yo. Ich will den Scheiß jetzt einfach wegsprengen da. Ja, warte. Ist er tot? Lass mich das erstmal schnell abbauen. Ja, ja, klar. Ich baue das hier einfach alles schnell ab. Hast du noch Blöcke dabei? Dass ich das irgendwie gut platzieren kann? Dass ich es zumindest gut platzieren kann? Ja, warte, wir müssen ja gar nicht sprengen. Ich werde das alles abbauen. Okay, gut. Dann kannst du das TNT lieber dazu nutzen, gleich in der Base bei denen rede ich Halligalli zu machen. Ja. Ich weiß ja, was du für ein Zündelbruder du bist. Ja, kleiner Pyromane. So genau, aber sowas von. Okay, pass auf, dann hole ich meinen Scheiß mal kurz wieder. Okay, ich sag Bescheid, wenn einer ankommt. Ja. Oh, sie kommen. Okay. Hol die Action-Schmäckchen da raus. Bist du das? Nee. Doch. Nee, ja, das bin ich. Alles cool. Dreck getroffen, ey. Was ist los? Damit hat er nicht gerechnet. Was macht Luca? Luca, bist du noch da? Luca! Wo ist Nein, Luca! Wo ist er ist einfach runtergefallen. Er war AFK. Ich glaube, irgendjemand hat gesagt, ist Essenszeit jetzt hier. Warte mal. Ah, die bauen sich da wieder was. Ey, ich schwöre. Warum ist das Bett schon weg? Ach, das hat er nicht gecheckt jetzt, ne? Dass wir so hyperintelligent sind. Zack, zack. Oh, komm schon. Okay, pass auf, ich versuch dir irgendwie Backup zu geben, ich kann aber für nichts garantieren. Okay. Doch, das sieht gut aus. Ah, verdammt, der hat ja auch einen Bogen. X to the result. Jetzt sind wir 2 gegen 3 oder ist einer von denen schon. Nee, ach nee. Ich hab keine Ahnung. Okay, er schießt hier. Oh, der hat gut kassiert. Jetzt aber komm schon. Nein, na, okay. Ich kassiere viel zu viel Schaden. Müsste mich. Warte mal, aber der sieht das ja gar nicht. Oder sieht der das? Schießt die ganze Zeit nur Pfeile, wie so ein Irrer gerade. Ja, mach, das ist gut. Na, verdammt, er hat mich gesehen. Oh! Verdammt, das war der freaking Masterplan of the Universe. Ah, Luke Place ist wieder da, oder Luca? Ja, hoffentlich. Oh, oh. Oh, wieso treffe ich jetzt? Gott, oh Gott. Das ist gut. Ja, die Pfeile kommen da gut an. Ich merke es nicht. Bin ja tot. Okay, ja, dann. Kurz was essen. Oh, er sieht mich wieder. Oh Gott. Egal. Rush du durch gerade? Nein, er ist ja runtergesprungen. Nee, ich hab's versucht. Ah, Mist. Obwohl, warte mal, so kann man sie doch richtig unter Druck setzen. Ah, doch, sie können da ja natürlich runterschießen. Warte mal. Zack. Wo ist das hier auch da? Wo mit die Sachen? Ah, okay, wenn sie da natürlich perfekt runterschießen können. Wir probieren es einfach mal. Indem ich einfach kacken dreist das Bogen machen werde. So. Ach nee, Kinder. Komm schon. Zack. Go. Ja, die sehen mich, glaube ich, nicht. Schon. Ich bin ein bisschen angespannt gerade. Also ich bin jetzt hier gerade auf der. Ja, ich bin hier auch gerade. Ich habe einfach keine Lust. Ich hoffe mal, dass wir jetzt, dass uns unser Kollege hier gerade mal ein bisschen einbaut. Ja, der ist irgendwie. Ich meine, wir sind sowieso schon einer weniger. Kriegen das hier aber. Luca Toni, du. Luca Toni. Wo bist du? Oh. Wo bist du? Ich bin unten. Ich habe mich unten längs gebaut. Ah, nee. Ich baue mich gerade zu deren Base. So, Leute, tschüss. Und, okay, das hat, glaube ich, nichts gebracht. Das hat aber nichts gebracht. Das ist doch gerade die Detonation. Cool, wenn man irgendwie das TNT am Pfeil befestigen könnte. Ja. Guck mal, was bist du wert, Einfälle. Rush 4.0, schön mit TNT. Hey. Oh, nein, ich wurde entdeckt. Oh. Warte. Ah, die sind da beide noch. Der eine ist noch in deren Base. Komm schon. Ja, wir machen jetzt das haben Ding. Wir zumindest noch einen Weg unten. Natürlich machen wir das Ding. Steht okay. Völlig. Das steht nicht zur Diskussion. Das wird jetzt der schmackhafteste Rush-Win ever.
Oh, oh, hey, Dom Dom, wie geht's dir? Ah ne, Dom Dollar. Mike OP ist hier auch am Start. Was geht ab, Leute, ne? Wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, alles schmackhaft. Wie schaut's bei dir da hinten aus? Alles gut. Huh, alles gut, okay. Oh, oh, der schießt doch da auf mich. Na, verdammt, komm, 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 komm. Mach das hier zu, mach das zu! Du willst mich, ah! Aber wir haben zumindest einen Weg, der unten längs geht, wo man eigentlich die... Jetzt müsste Dom Dollar, wenn er in die Offensive geht, dann müsste da auf jeden Fall gut was machen. Ja, warte mal, dann baue ich hier unten schnell wieder alles ab, ey. Weil, dann nehmen wir den Weg von unten, ne? Weil ich habe hier alles weggesprengt. Ja, natürlich ist es ein bisschen gefährlich, wenn die dann natürlich einen Bogen haben. Nee, dann baue ich die jetzt wieder hoch. Ich dachte, ich könnte sie irgendwie damit snacken, so, aber... Nee, sind die denn... Ach so, du hast sie da komplett verscheucht. Ja. Krass. Okay, warte, dann ich habe jetzt sowieso ein Gold. Dann werde ich mir mal meine drei von da oben. Dann hole ich mir nämlich auch einen Bogen und equippe mich auch mal ein bisschen. So, jetzt ist nämlich unsere Base hier, Alter. Was ist los? Wup, 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 wup. Okay. Ich bin gerade echt angespannt, ey. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Meine Augen tränen, völlig nervös. Meine Augen. Ende deiner Kraft. Gucken wir uns mal ein bisschen schöne schmackhafte Brust. Ich muss aufhören. Die schmackhafte, ich sag das dauernd. Schmackhaft, die schmackhafte ist das. Und das auch. Wer ist denn mal? Wir haben auch noch voll viel Silber. Gold haben wir auch noch zwei. Perfekt. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen. Glatter Sandstein. Okay. Und goldener Apfel wäre eigentlich auch nicht schlecht. Jetzt bin ich wieder so gut equipped, dass es eigentlich schon traurig ist, wenn ich jetzt sterben würde. Dann weine ich bitterlich. Bitterlich? Gibt es das Wort bitterlich? Ja, oh, Alter, natürlich. So, ich lasse die Base jetzt mal kurz unbeaufsichtigt. Oben. Also okay, müsste er mal wieder will. Gucken, ob da vielleicht irgendwie... Nicht oder, die kommen von unten, oder bist du das? Nee, die, da die können auch okay. Von unten kommen. Das ist ja der Weg. Das ist ja der... Oh, Alter, dann ich mich mal nach oben. Warte mal, er hat mich gerade echt gerade weggeflankt. Okay. Kurz mal durchatmen. Sie ein bisschen einmal Luft holen. Ah, ich krieg den nicht. Obwohl, jetzt, wenn er nochmal irgendwas bauen möchte. Nee, ich werde mal versuchen, mich nach oben zu bauen. Ich sneak einfach mal damit. Obwohl, warte, ich muss ihn nicht sneaken. Go, 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 go. Oh, warte. Jetzt hab ich dich aber richtig gut im Blick. Na, komm her. Na, du hast doch nicht mehr viel. Jawoll, hey. Get down. So, wie schaut's bei dir aus? Wollen wir ein bisschen in die Offensive gehen? Ja, ich bin komplett offensiv. Okay. Von unten oder von oben? Ich würde sagen, von oben. Okay. Obwohl, unten wäre natürlich auch nicht schlecht. Wo bist du denn? Ich habe immer Angst, wenn man oben ist. Die Route oben. Bist du oben? Da werde ich jetzt versuchen. Ja, wie wär's denn? Du bist doch der TNT-Freaking-Barbo. Ja, eben. Dann hast du TNT schon am Start? Ich bin dabei. Bist du jetzt hier hinter? Bist du noch in der Base oder bist du oben? Nee, ich bin komplett bei der gegnerischen Base jetzt hier. Ja, okay, also die sind, jetzt so ein bisschen... der Weg ist frei, ja? Die sind in der Base. Ja, der Weg ist frei. Ja. Ach, du bist auch da oben. Okay, alles klar, jetzt sehe ich's. Okay, alles klar. Dann müssen wir uns jetzt rein, theoretisch. Okay, ich sehe sie da hinten schon kommen. Komm mal schnell. Okay, ja, dann lauf zurück. Vorsicht, hier ist nichts gesichert. Komm nochmal zurück. Ja, der geht down. Kann mich hier auch nicht mehr runter. Warte mal. Hallo! Na, wie geht's dir, Bro? Ja, du kannst ruhig weglaufen. Lauf ruhig weg. Ich werde das mal hier kurz sichern. Zack. Sauber. Dann können wir hier nämlich auch nicht mehr runterfallen. Vorsichtig. Ah, hier kann man noch runter. Ja, guck mal, alles klar. Vorsicht. Ja. Warte, ich mach das nochmal. Zack. Okay. Dann, let it burn! Let it burn, Alter. Was sagst du hier? Let it burn. Okay, jetzt alle Telefone burn. Gehen hier gerade ab. Okay, warte. Ah, da kennen wir doch schon. Ist es wieder. Soll ich das TNT jetzt einfach runtersnacken oder was? Ja, lass es einfach doch mal ein bisschen. Lass es fliegen, meinst du? Dann gehen wir. Ja, genau. Und dann nehme ich meinen Apfel und dann werde ich versuchen, da die Reste von denen aufzusammeln. Okay. Und los geht's. Guck mal hier, einer war erwischt sogar, sauber. Komm, jetzt aber richtig offensiv reingedrätscht da. Es wäre auch gut, wenn ich von dir support. Okay. Das muss da drin, da oben irgendwo sein. Ich baue uns mal kurz hier den Weg nach oben. Vorsichtig. Ja, ist down. Die dürfen uns nicht totboxen. Alles klar. Also, das können sie ja. Okay, ich komme.
Warte mal, ich werde den hier nach vorne. Hier ist das Bett, hier ist das Bett. Komm, 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 abgebaut. Haus. Sauber, sauber, ja, komm, sauber. Jetzt sind beide down, sind beide down. Jawoll! Ah. Team Grün hat gewonnen. Die TNT sauber. Und Paluna auf dem Kopf-Taktik hier. Okay. Wunderbar. Alles doch noch geklappt, ey. Ich bin völlig fertig mit den Nerven gerade, ey. Ich bin auch echt froh, dass wir ja jetzt nochmal alles hinbekommen haben. Zumal wir sogar nur mit 3 Leuten im Team gestartet sind, war das echt nochmal richtig nice. Am Ende vor allen Dingen TNT erstmal ein bisschen weggebombt. Auf jeden und Fall. Und dann zusätzlich noch aufgeräumt. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Und ja, ich finde auf jeden Fall, es war eine richtig schöne Runde. Und schaut deshalb auf jeden Fall auch mal bei Paluten vorbei. Soll die bei mir schauen. Und ansonsten sage ich... Bei mir natürlich, bei Perks. Ich habe drauf gewartet. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Euer Bergmann. Ciao, Leute.